Reine Luft zum Atmen. Klares Wasser. Und die Schönheit der Natur. Diese essentiellen Lebensgrundlagen gilt es zu bewahren. Deshalb übernehmen wir Verantwortung und verarbeiten gebrauchtes Aluminium zu nachhaltigem Sekundäraluminium, welches bis zu 80% aus Aluminiumschrott besteht. Die restlichen 20% werden mit erneuerbarer Energie hergestellt. Dabei liegt der CO2-Ausstoß bei nur einem Bruchteil des weltweiten Durchschnitts für die Produktion von Primäraluminium bei gleicher Qualität. Das hochwertige und nachhaltige Sekundäraluminium ist für viele Branchen bestens geeignet. Mit unserer Alumero Metagreen Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir so konkrete Schritte für eine lebenswerte Zukunft. Neben innovativen Produkten für die Gewinnung von erneuerbarer Energie, einem 10-Punkte-Verhaltenskodex und Schulungen zur Bewusstseinsbildung fördern und beteiligen wir uns an Unternehmen, die diesen Weg mit uns gehen. Um die Umsetzung unserer Ziele für die Zukunft garantieren zu können, definieren wir Meilensteine und entwickeln die Metagreen Nachhaltigkeitsstrategie stetig weiter. Metagreen. Eine bessere Zukunft. Heute leben. Es ist endlich wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause geht's mit Vollgas wieder rauf von Landshag nach St. Martin. Der Fuchs-Silkolene Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf wartet auf euch. Training am Samstag, 30. April, Rennen am Sonntag, den 1. Mai 2022. Alle Infos gibt's auf bergrennen.at. Von manchen Unternehmern darf man einfach mehr erwarten. Wir bei HAI haben hohe Ansprüche und wollen der dynamischste und nachhaltigste Aluminiumanbieter werden. Diese dynamische Entwicklung basiert auf schnellen Prozessen, kurzen Entscheidungswegen, einer flexiblen Reaktion auf die Kundenwünsche und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns eine Frage des Engagements. Deshalb setzen wir seit vielen Jahren auf eine nachhaltige Unternehmensführung, Aluminiumrecycling, reduzierenden Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und entwickeln besonders nachhaltige Aluminiumlegierungen wie SustainL. Ergebnisse, die in der gesamten Wertschöpfungskette vom Casting über Extrusion bis zum Processing eingesetzt werden und uns dazu befähigen, Technologieführerschaft nicht als Schlagwort, sondern als Selbstverständlichkeit unserer DNA zu nennen. Als bodenständiges Familienunternehmen bestechen wir durch Kundennähe, Zuverlässigkeit und gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe. Angetrieben durch unsere High Spirits, Dynamik, Nachhaltigkeit, Technologie und Partnerschaft stellen wir uns allen Herausforderungen der Zukunft. Ob im Bau, Transport oder in der Industrie. Wir gehen unseren Weg nicht alleine, sondern im Team mit unseren Kunden. Und wenn wir am Ende etwas schneller am Ziel sind als andere, ist das typisch High. Expect more. Hi, Hammerer Aluminium Industries. Mit dem Braunauer Bezirksderby zwischen der Spielgemeinschaft Braunau-Ranshofen und dem SV Hai Schalchen startet die Landesliga West in die Frühjahrssaison 2022. Während die Hinrunde für die Hai 11 mit Rang 4 und gerade einmal 5 Punkten Rückstand auf Niederostermitting äußerst passabel gelaufen ist, gibt es bei der Spielgemeinschaft, die im Herbst gerade einmal 7 Zähler einfuhr und punktegleich mit Schlusslichtdorf an der Bram einen Rang davor eingepackt hat, viele offene Fragen. Ja, die sportlichen Ziele haben wir ein bisschen reduzieren müssen, weil man ja, ich weiß nicht, ob ich es erklären darf, aber im Winter hat sich ja die Spielgemeinschaft de facto aufgelöst. Also der Braunauer Vorstand hat aufgrund von personellen Schwierigkeiten eine Funktion niedergelegt, haben uns die sportliche und das administratorische überlassen. Und das haben sich auch Trainer verabschiedet, das haben sich die Hälfte von den Spielern verabschiedet schon im Winter. Wir haben jetzt schauen müssen, dass wir noch ein paar Spieler am Markt ergattern und das Ganze ein bisschen auffüllen. Mit den 17 haben wir aufgekommen, also mit den Jungspielern in der Reserve. Und damit hoffen wir halt, dass wir die Liga erhalten können. Welche Ziele oder wie schaut es jetzt wirklich aus für
Außenseiter, wie es im Sommer dann weitergehen wird. Gibt es da Überlegungen oder auch schon fixe Zusagen oder welche Ziele, wie wird die Geschichte weitergehen mit dieser Spielgemeinschaft? Also die Spielgemeinschaft wird im Sommer wieder passé sein und der WSV des Vereinshofen wird wieder als eigenständiger Verein spielen. Und wenn man den Klassenerhalt schafft, dann natürlich in der Landesliga, oder gibt es da auch irgendwelche Bedingungen? Nein, es gibt keine Bedingungen. Also wir können den Platz übernehmen. Es ist so vom Präsidenten, vom Fußballpräsidenten so verabsegnet worden. Also wir bleiben, wenn wir schaffen, in der Landesliga. Der ehemalige Bundesliga-Club und Innviertler Traditionsverein Braunau wird also von der Fußball-Landkarte verschwinden. Für viele ältere Fußballfreunde wohl ein Szenario, das für sie vor ein paar Jahrzehnten noch unvorstellbar war. Für den Nachfolgeverein, jetzt noch die Spielgemeinschaft Braunau-Ranshofen, ab Herbst dann nur mehr Ranshofen, wäre der Klassenerhalt in der Landesliga natürlich eine große Starthilfe. Hilfe kommt übrigens auch vom Derby-Gegner. Ja, so interner kann ich wenig sagen, werde ich wenig sagen. Es ist natürlich für mich Wahnsinn, wenn man dann sieht, dass so ein Verein wie Braunau sich dann am Ende wirklich auflöst mit der Tradition, die da ist. Ich habe mit beiden Vereinen sehr lange zusammengearbeitet als Sponsor und auch immer noch. Und ich werde auch, egal wie es dann ausgeht, sicherlich, das habe ich ja in Aussicht gestellt, das auch weiter tun. Am Ende hoffen wir natürlich, dass Ranshofen dann weitermachen kann und dass den Klassenerhalt schaffen, weil für uns ist das natürlich das Spiel des Jahres. Ja. Das ist das Derby, wo wir immer die meisten Zuschauer haben. Also, wir hätten nichts dagegen und hoffen mal, dass die Regularien das dann zulassen, wenn am Ende dann Ranshofen den Klassenerhalt schafft und weiter in der Landesliga erhalten ist. Das wäre für uns sicherlich wünschenswert. Das ist ein langjähriger Sponsor von uns. Wir sind mittlerweile persönlich auch gute Freunde geworden und konnten wir es ohne ihn momentan nicht vorstellen in der schwierigen Zeit. Verlässlicher Partner und heute angenehmer Derby-Gegner. Hey Schalchen geht in dieses Derby übrigens mit größeren Personalsorgen. Ja, so hat uns leider beim Trainingslager dann der Coronavirus nochmal vorher erfasst und seitdem schlägt es nach der Reihe ein. Also wir müssen halt einige Spieler vorgeben, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf das Derby. Wir haben einen großen Kader, können einige Junge zeigen, was drauf haben. Und das Wetter schaut gut aus. Ich glaube, in den heutigen Zeiten ist es auch gut, wenn wir jetzt dann ein paar Stunden uns mit Fußball ein bisschen ablenken können. Also wir freuen uns natürlich trotzdem auf das Derby. Vor allen Dingen muss man sagen, der Herbst ist ja sensationell eigentlich gelaufen für die Hai-Jungs. Ja, im Herbst haben wir auch einen schwierigen Start gehabt und sind aber dann gut in Tritt gekommen, haben dann im Verlauf auch dann das nötige Glück gehabt und haben fleißig Punkte gesammelt. Das lässt uns natürlich jetzt auch ein bisschen entspannter in die Rückrunde gehen, auch wenn das natürlich immer eine gewisse Gefahr birgt. Aber ich glaube, die Jungs sind hungrig und ich finde es auch immer klasse, wenn man mit so einem Derby startet, weil da hat ein Derby hat eigene Gesetze und da wird auch jeder alles reinhauen. Von dem her erwarte ich heute eine spannende Partie. Ist sicher so, dass wir immer noch eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Ja. Um in der Landesliga West zu bleiben, benötigt die Heimelf. Gespielt wird auf der Hans-Wallis-Sportanlage Ranshofen und nicht im Braunauer Grenzlandstadion jeden Punkt. An die 300 Fans sehen dann allerdings schon nach einer Minute die erste Top-Chance der Schalchner. 5 Minuten später ein Freistoß für die Spielgemeinschaft. Und nach diesem herrscht erstmals Hektik vor dem von Aframovic gehüteten Gästekasten. In der 13. Minute ein Freistoß auf der anderen Seite. Dragalina führt aus, ja, und dann geht's vor dem Heiligtum von Heimgole Schweigerer richtig rund. Genau 120 Sekunden später diese Szene. Ranshofens Hasanovic mit einem schweren, vor allen Dingen unnötigen Fehler. Ja, und solche Schnitzer sollte man sich nicht leisten, wenn Dragos Alim Dragalina in der Nähe ist. Denn der produziert aus so etwas Zählbares. 15. Minute, unter kräftiger Mithilfe der Heimelf geht der SV Schalchen gegen die Spielgemeinschaft Braunau-Ranshofen mit 1:0 in Führung. Nur 3 Minuten später beinahe ein Tor, das in die Kategorie kurios fallen würde. Denn Spielgemeinschaft 1er Schweigerer trifft bei seinem Klärungsversuch einen Mitspieler.
Zur beiden Glück landet das Runde aber nicht im Heimeckigen. Jetzt haben die High Boys, die seit kurzem von Klaus Erkner gecoacht werden, das Derby fest in ihrer Hand und kommen zu Top-Möglichkeiten, um dieses Frühjahrsauftaktmatch auf 2:0 zu stellen. Diese Chance stammt aus der 22. Minute. Ja, neu im Geschäft ist nicht ganz richtig. Ich bin seit 25 Jahren Trainer, mittlerweile zum vierten Mal in Scholchen. Ich habe mit Scholchen 2 Meistertitel errungen, also ganz neu bin ich nicht im Geschäft. Eigentlich wäre ich schon in Fußballpension, aber die Umstände haben sich so ergeben. Und jetzt bin ich halt, obwohl ich sportlicher Leiter bin, auch noch Trainer bis Sommer und dann schauen wir, wie es weitergeht. Nach ziemlich genau einer halben Stunde Spielzeit taucht dann das von Taboga trainierte Heimteam wieder einmal vor dem Gästetor auf. Und es ist eine sehr schöne Aktion, die Aigner und Omerovic hier abliefern. Zum Ausgleich nach der Aigner Flanke und dem Omerovic Kopfball fehlt dann aber doch einiges. In der 36. Minute wieder ein Patzer von Hasanovic und beinahe führt dieser zum 2:0 für den SVS. Dieses Mal ist der Winkel aber für Schalchens Goleado Biera schon zu spitz für eine 2-Tore-Führung. 3 Minuten bevor Schiri Markus Wimmer, der mit diesem Derby übrigens 0 Probleme hat, zur Pause pfeift, muss Schalchens Kirchtag nach diesem Traumdoppler mit Biera auf 2:0 erhöhen. Tut der junge Mann aber nicht. Und so geht's auf der Hans-Wallis-Sportanlage Ranshofen nur mit einer 1:0-Führung des SV Schalchen gegen die Spielgemeinschaft Braunau-Ranshofen in die Kabinen. Reine Luft zum Atmen, klares Wasser und die Schönheit der Natur. Diese essentiellen Lebensgrundlagen gilt es zu bewahren. Deshalb übernehmen wir Verantwortung und verarbeiten gebrauchtes Aluminium zu nachhaltigem Sekundäraluminium, welches bis zu 80% aus Aluminiumschrott besteht. Die restlichen 20% werden mit erneuerbarer Energie hergestellt. Dabei liegt der CO2-Ausstoß bei nur einem Bruchteil des weltweiten Durchschnitts für die Produktion von Primäraluminium bei gleicher Qualität. Das hochwertige und nachhaltige Sekundäraluminium ist für viele Branchen bestens geeignet. Mit unserer Alumero Metagreen Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir so konkrete Schritte für eine lebenswerte Zukunft. Neben innovativen Produkten für die Gewinnung von erneuerbarer Energie, einem 10-Punkte-Verhaltenskodex und Schulungen zur Bewusstseinsbildung fördern und beteiligen wir uns an Unternehmen, die diesen Weg mit uns gehen. Um die Umsetzung unserer Ziele für die Zukunft garantieren zu können, definieren wir Meilensteine und entwickeln die Metagreen Nachhaltigkeitsstrategie stetig weiter. Metagreen. Eine bessere Zukunft. Heute leben. Es ist endlich wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause geht's mit Vollgas wieder rauf von Landshag nach St. Martin. Der Fuchs-Silkolene Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf wartet auf euch. Training am Samstag, 30. April, Rennen am Sonntag, den 1. Mai 2022. Alle Infos gibt's auf bergrennen.at. Von manchen Unternehmern darf man einfach mehr erwarten. Wir bei HAI haben hohe Ansprüche und wollen der dynamischste und nachhaltigste Aluminiumanbieter werden. Diese dynamische Entwicklung basiert auf schnellen Prozessen, kurzen Entscheidungswegen, einer flexiblen Reaktion auf die Kundenwünsche und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns eine Frage des Engagements. Deshalb setzen wir seit vielen Jahren auf eine nachhaltige Unternehmensführung, Aluminiumrecycling, reduzierenden Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und entwickeln besonders nachhaltige Aluminiumlegierungen wie SustainL. Ergebnisse, die in der gesamten Wertschöpfungskette vom Casting über Extrusion bis zum Processing eingesetzt werden und uns dazu befähigen, Technologieführerschaft nicht als Schlagwort, sondern als Selbstverständlichkeit unserer DNA zu nennen.
Als bodenständiges Familienunternehmen bestechen wir durch Kundennähe, Zuverlässigkeit und gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe. Angetrieben durch unsere High Spirits, Dynamik, Nachhaltigkeit, Technologie und Partnerschaft stellen wir uns allen Herausforderungen der Zukunft. Ob im Bau, Transport oder in der Industrie. Wir gehen unseren Weg nicht alleine, sondern im Team mit unseren Kunden. Und wenn wir am Ende etwas schneller am Ziel sind als andere, ist das typisch High. Expect more. High. Hammerer Aluminium Industries. In Hälfte 2 dauert es eine Viertelstunde, ehe es auf der Spielwiese wieder etwas Interessantes zu sehen gibt. Es ist aber eine sehr gute Aktion, die Osmanay und Gan den 300 Fans da liefern. Nur das Finale ist dann nicht das Gelbe vom Ei. Auch Möglichkeit 2 in Halbzeit 2 geht auf das Konto der Spielgemeinschaft Braunoranshofen. Aber auch diese Ausgleichsmöglichkeit wird durch Reitzamer, der nach der Pause für Yassin ins Spiel kam, in der 72. Minute nicht in Zählbares umgemünzt. Die Taboga-Mannschaft macht jetzt richtig Druck und hat nur 6 Minuten später nach diesem 40-Meter-Pass die nächste 100er zum 1:1. Der Unglücksrabe heißt auch in diesem Fall Reitzamer. Aber nur 60 Sekunden später darf dann von den Heimischen gejubelt werden. Und es ist ein Traumtor nach einer ganz starken Aktion der Taboga-Jungs. Denn nach dieser landet die Kugel bei Mirza Hasanovic, der nimmt sie Wolle und Gästekeeper Framovic ist chancenlos. 79. Minute, Hasanovic bügelt seinen Fehler, der zum 0:1 führte, mit einem Traumtor zum 1:1 wieder aus. Schalchen 1, Spielgemeinschaft Braunoranshofen jetzt auch 1. Und der Landesliga West Vorletzte will jetzt sichtbar mehr. 3 Minuten vor dem Ende ist der Kopfball von Rabmeier nach einer Gun-Hereingabe aber zu schwach, um den Gästetormann in Schwierigkeiten zu bringen. Und auch in der 90. Minute ist die Spielgemeinschaft nach einer Ecke noch einmal sehr nahe dran am dritten Saisontreier. Es bleibt aber beim 1:1 zwischen der Spielgemeinschaft Braunoranshofen und dem SV Hai Schalchen. Apropos Schalchen, Chancen der High Boys in Hälfte 2 haben wir nicht gestrichen, es gab einfach keine. Hier noch die Fragen und Antworten nach diesem inführten Derby in der Landesliga West. Ja, großes Derby, sage ich, nur vom Namen nach, spielerisch ist nur sehr viel Luft nach oben, also bei uns auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir letztendlich mit dem Unentschieden froh sein müssen, dass wir glücklich sein können. Wir hätten sicher verlieren auch können. Auf der anderen Seite mit ein bisschen mehr Aktivität am Platz in der ersten Halbzeit hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Aber so ist Fußball. Wir dürfen zufrieden sein mit dem 1:1 gegen Schalchen. Wir waren auf 90 Minuten gesehen ebenbürtig. Teilweise zweite Halbzeit meiner Meinung nach auch besser. Haben wir über den Kampf ins Spiel reingefunden und genau das sind auch die Tugenden, die wir auf die ganze Saison auch ja, unter Beweis stellen müssen. Wir müssen über den Kampf kommen und wir müssen auch punkten. Wir wollen nicht absteigen, wir wollen die Klasse halten und das ist natürlich jetzt im ersten Rückrundenspiel schon mal gleich mal super, wenn man mit einem Punkt startet und den Punkt nehmen wir natürlich gern. Wobei wir auch gern die 3 Punkte genommen hätten, die wären halt auch möglich gewesen.